ganz herzlichen guten Tag, auch von meiner Seite. Besten Dank vor allen Dingen, Frau Professorin Munch, Herr Dr. Kellermann, dass Sie uns hier in diesem wunderbaren Rahmen empfangen. Ich muss gestehen, ich bin leider zum ersten Mal hier, aber zum Glück jetzt endlich hier. Es ist eine schöne Location. Ich freue mich sehr, dass wir auch so Glück mit dem Wetter haben für diese Veranstaltung, die nicht zum ersten Mal hier stattfindet, wie Sie schon erwähnt haben. Deswegen gilt gleichzeitig mein Dank für diese Veranstaltung auch den drei Kollegen, die das organisieren. Und ich gehe mal der Reihenfolge durch, den Wolfgang Glock, den Carsten Trinitis und dem Herrn Müller. Wir kennen uns noch nicht persönlich, aber das lässt sich nachholen. Die diese Veranstaltung hier organisieren seitens der GI, der Fachgruppe Informatik und Ethik im Fachbereich Informatik und Gesellschaft und der Initiative D21 als Kooperation. Ja, die GI, könnte man sagen, ist naturgemäß mit Digitalisierung bestens vertraut, nicht allein aus technischer Perspektive, möchte ich sagen. Was wir in den letzten Monaten beobachten konnten, ist, dass dieses Thema Corona Veränderungen mit Blick auf Digitalisierung in vielfältigster Weise hervorgebracht hat. Nicht nur allein als Technologieeinsatz, Technologiegestaltung, sondern auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir lernen, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, es haben sich Prozesse, Verhaltensweisen durch oder mit Digitalisierung verändert. Das hat sich in unserem gesamten Denken, in unserer Haltung etwas verändert durch diesen verstärkten Einsatz von Technologie. Und das werden wir hier ausschnittweise in diesen zwei Tagen diskutieren können mit den Inputs, die wir hier auf der Agenda haben. Ich will vielleicht aus der GI-Perspektive in drei Bereiche ganz kurz schlaglichtartig hineinleuchten, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise von diesem Thema Corona und Digitalisierung betroffen waren. Im Bereich Gesellschaft, im Bereich Hochschule und dem Bereich Schule und Bildung, der auch schon eben angesprochen wurde. Der Bereich Gesellschaft, Arbeit, da hat sich für viele von uns eine ganze Menge verändert. Ich fange einfach bei mir selber an. Ich bin viel, viel weniger gereist in den letzten Monaten. Das ist, glaube ich, meine erste Dienstreise seit Februar, wenn ich das richtig übersehe. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt gewesen, muss ich sagen. Wir haben alle unwahrscheinlich viele Videokonferenzen gehabt in den letzten Monaten. Ich hoffe, dass das mal wieder ein bisschen weniger wird und wir wieder ein bisschen mehr echte Menschen sehen können demnächst. Und wir haben inzwischen vielleicht sogar so etwas wie ein Recht auf Homeoffice vor uns, je nachdem, wie das mit der Gesetzgebung jetzt weitergeht. Da hat sich einiges in unseren Arbeitswelten getan, was für uns, wenn ich mal so statistisch hier durchgucke, wahrscheinlich auch für ein Viertel von uns etwa zutrifft, ist, dass wir eine neue App auf dem Handy haben, diese Corona-App. Und das ist so ein Punkt, wo die GI ihre Expertise einbringen konnte. Die können jetzt sagen, okay, die Corona-App war mal wieder so ein Großprojekt. Viele große Firmen beteiligt, teuer gewesen, ordentlich Aufwand reingesteckt. Aber es war auch auf gewisse Art und Weise Bemerkenswertes dabei, zum Beispiel die Transparenz, in der dort über die technische Gestaltung der Lösung diskutiert wurde, das war neu. Die Tatsache, dass hier Open Source veröffentlicht wurde, das war neu. Die Beteiligung von verschiedensten Gruppen, die auf ihrer jeweils eigene Art und Weise Expertise beisteuern konnten, das war neu. Auf diese Art und Weise hat auch die GI sich eingebracht und mit dafür sorgen können, dass das Tracing, was dort erfolgt, auf eine Art und Weise erfolgt, die mit dem, was wir von Datenschutz verstehen, auch in Einklang zu bringen ist. Und heute haben wir etwa 20 Millionen aktive Installationen dieser App und international gilt unsere deutsche Corona-App als ein Best-Practice-Beispiel. Ich glaube, da können wir alle zusammen stolz sein, als eine Art und Weise, wie sich Dinge verändert haben mit Digitalisierung auch in Corona. Der zweite Bereich, den ich vielleicht kurz angucken möchte, ist der Bereich Hochschule und Lehre, dem ich persönlich sehr nahe stehe. Auch da hat sich viel verändert in der letzten Zeit. Wir haben alle unwahrscheinlich viel improvisieren müssen, spontan das eine oder andere umgestellt, sowohl technisch als auch didaktisch. Da ist manches drunter und drüber gegangen, manches auch auf der Strecke geblieben. Gerade soziale Dinge sind nicht immer so gelaufen, wie sie in Präsenzlehre hätten laufen können. Dafür sind aber auch gute Dinge passiert, die wir hoffentlich auch jetzt noch diskutieren können in den nächsten beiden Tagen. Dinge, die beispielsweise Offenheit angehen, Offenheit für Neues, die Bereitschaft von anderen zu lernen. Ich habe viele Kollegen gesehen, die zum ersten Mal seit Jahren auf die Idee gekommen sind, den Kollegen zu fragen, sag mal, wie machst denn du das? Die nicht ihren Striemel durchgezogen haben, sondern mal nach rechts und links geschaut haben und offen waren, sich etwas abzugucken. Auch das ist eine Geisteshaltung, die ich hoffe, dass wir sie uns bewahren können für die Zukunft, sodass wir das, was von Corona, mit Corona bleibt, unterm Strich nicht nur in negativer Erinnerung behalten werden. Last but not least, der Bereich Bildung und Schule. Ich glaube, da ist es nicht so gut gelaufen.
Ich habe 3 Kinder in 3 verschiedenen Schulen und wenn ich schaue, wie da Bildung passiert ist in den letzten Monaten, hing es unterm Strich aus meiner Sicht am Lehrer, ob es geklappt hat oder nicht. Es war für mich nicht wirklich ein großer Plan erkennbar, weder auf Ebene der Schule noch auf Ebene des Landes oder gar des Bundes. Ich glaube, wir sind damit viel Glück noch einigermaßen gut durchgeschlittert. Wenn das jetzt die nächsten Monate so weitergeht oder vielleicht auch noch mal schlimmer kommt, müssen wir uns besser aufstellen. Und auch aus der Perspektive konnten wir als GI einiges beitragen, indem wir beispielsweise Thesen formuliert haben, wie Digitalisierung und Schule künftig sinnvoll zusammengeführt werden könnten. Die möchte ich Ihnen jetzt nicht alle vorlesen, ich möchte Sie nicht langweiligen, ich soll ja nur grüßen. Deswegen greife ich vielleicht ein bisschen was raus. Wir haben uns nicht nur darüber Gedanken gemacht, wie man Technik einsetzen kann, wie man Infrastrukturen, Organisationsstrukturen gestalten kann, das ist unser natürliches Kompetenzfeld, sondern wir haben auch darüber nachgedacht, wie man beispielsweise Medienkompetenz bei den beteiligten Lehrern stärken kann oder wie man mediendidaktische Aspekte besser in andere Fächer jenseits der Informatik einbringen kann. Und auf diese Weise möchte ich zeigen, dass auch wir offen sind für Diskussionen mit anderen Fächern, also wir Techies, sage ich mal, auch profitieren können vom Austausch mit anderen Disziplinen. Und deswegen freue ich mich, dass wir in solchen Formaten wie diesen hier mit Ihnen gemeinsam über den Tellerrand schauen können, weil ich denke, das bringt uns alle weiter, wenn wir gemeinsam in einer Richtung arbeiten. Deswegen ganz herzlichen Dank nochmal, dass wir heute da sein dürfen. Ich freue mich auf sehr spannende Diskussionen, auch wenn der Herr Lesch jetzt nicht dabei ist. Es ist schade, meine Tochter wird sich am meisten darüber ärgern wahrscheinlich. Die war sehr neugierig auf den Herrn. Ich denke, wir haben aber trotzdem genug Expertise im Saal versammelt, um trotzdem spannende Gespräche zu führen. Die wünsche ich uns allen, Ihnen allen und freue mich auf die 2 Tage.